Liebe Kinder, herzlich willkommen bei Pandido, eurem YouTube-Kanal für Spielzeug und Geschichten. Heute haben wir euch das lustige Xumi Girls von Ravensburger mitgebracht. So, allein die Verpackung spricht uns Mädels ja schon mal besonders an. Die ist nämlich wunderschön rosa und pink. Das Ganze lässt sich eigentlich auch relativ einfach öffnen. Da ist bloß so eine Plastikfolie drumherum. Die lässt sich ja normalerweise ganz einfach öffnen. So, damit ihr schon mal wisst, was das Xumi Girls eigentlich ist. Das ist an sich nur ein ganz toller Koffer, in dem ihr alles verstauen könnt, was ihr zum Zeichnen gebrauchen könnt. Das eignet sich dann prima für unterwegs. Und im Handumdrehen könnt ihr dann super schöne Motive für Mädchen gestalten. Aber das seht ihr gleich genauer. Oh, allein schon diese Kofferfarbe ist doch ein Traum. Ein wahr gewordener, rosafarbener Mädchentraum. Und eigentlich ein knalliges Pink. Was rede ich denn da? Das ist so ein schönes, knalliges Pink. So, da haben wir auch schon die Anleitung. Die ist auf jeden Fall ganz hilfreich. Zwar brauchen wir die jetzt nicht großartig, um rauszufinden, wie wir unsere Xumi-Box aufbauen. Das ist nämlich eigentlich ganz einfach. Das sind ja nicht viele Schritte. Aber ganz nett ist, dass hier hinten auf jeden Fall auch noch Tipps und Ideen sind, wie wir unsere verschiedenen Folien miteinander kombinieren können, um noch mehr Muster zu bekommen. Das heißt, eigentlich haben wir 20 Folien mit 20 verschiedenen Mustern, aber wenn wir die noch miteinander kombinieren, sprich wenn wir einen Rahmen mit einem Bild zusammenfügen, dann haben wir ja nochmal ein neues Bild. Also das ist ganz, ganz toll. Da können wir nämlich quasi aus 20 gleich 30 Motive machen. Ja, und dann legen wir doch gleich mal los. Ah, hier haben wir einen Filzstift, der malt sogar auch einen kleinen Smiley, habe ich jetzt auf dem Daumen. So, und das knicken wir jetzt an den Seiten um. Was wir genau damit anfangen, zeige ich euch später. Ah, schaut mal, hier sind die Folien, von denen ich gesprochen habe. Da sind also insgesamt 20 Motive drauf. Dazu kommen wir gleich. Ah, hier habt ihr übrigens auch noch 10 verschiedene Blätter Papier. Aber genau, zurück zu den Motiven. Also das sind 20 verschiedene. Die müssen aber vorher noch hier rausgeholt werden. Die sind nämlich in einer Kreisform. Hier haben wir zum Beispiel romantische Herzchen. Oder ganz verspielte Blümchen. Oder hier einen süßen Hund. Ja, an sich einfach ganz, ganz tolle Motive, die wirklich unsere Mädchenherzen höher schlagen lassen. Guck mal hier, ganz viele Schmetterlinge. Ach, und da sehe ich auch ein Schloss. Und oh, schaut mal da unten ein Pferd. Herrlich, herrlich. Also wenn da nicht für euch was dabei ist, das kann ich ja gar nicht glauben. Na, gleich haben wir es auch. Guck mal, ein Mädchen. Und die letzte. Gleich habe ich sie alle befreit. Wenn die übrigens einmal ausgepackt sind, dann ist das auch fertig. Dann habt ihr die für immer und könnt die öfter verwenden. Das ist nämlich jetzt Müll. Das schmeißen wir auch weg. So, jetzt geht es los. Hier ist sogar ein extra Fach für meine Folien. Wunderbar, das lässt sich wirklich alles ordentlich verstauen. So, was mag denn das hier in der Mitte sein? Ich lege es erst nochmal zurück. Das muss ich jetzt erstmal erkunden. Ah, genau. Jetzt weiß ich auch, was das ist. Und zwar müsst ihr jetzt erstmal mit einem Schraubenzieher. Da weiß euer Papa bestimmt Bescheid. Oder euer Bruder, wenn der ein kleiner Handwerker ist. damit könnt ihr nämlich dann das Batteriefach öffnen. Denn unser Xumi Girls ist tatsächlich elektronisch. Das seht ihr auch nachher genauer, weil quasi auf diese Fläche, wo man normalerweise drauf zeichnen würde, werden diese schönen Motive auf den Folien, werden darauf abgebildet. Also das ist ganz, ganz toll. Das ist wie im Kino, wenn ihr da auf der großen Leinwand das Bild seht. So ist das eben auch hier mit unserem Xumi. Schaut, das funktioniert nämlich auch mit einem Licht. Und dann bildet das eben diese Bilder auf der besonderen Xumi-Fläche ab. Seid ihr eigentlich auch schon genauso gespannt wie ich, welche tollen Bilder wir gleich malen werden? Ja, ein bisschen dran rütteln, sauber machen. So, jetzt können wir eigentlich loslegen. Dann suchen wir uns doch mal ein Motiv aus. Ja, ich habe mich für dieses entschieden. Ein paar Schmetterlinge. 3 Stück sogar.
Die legt ihr jetzt auf die runde Mitte. Das passt natürlich ganz gut. Runde Folie und dieses runde Licht. Ah, noch sieht man nichts. Aber wenn ihr jetzt die Lampe anschaltet und das Papier oben drauf legt, wird ein ganz tolles Bild durchschimmern. Und jetzt wissen wir auch, wofür diese pinke Folie gut war. Die ist nämlich quasi ein Sichtschutz, damit nicht so viel Sonne auch auf die Fläche einstrahlt, weil sonst wird das ja alles zu hell. Und jetzt könnte das wie mit einem Pauspapier, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, vielleicht im Kindergarten, Schule, da macht man das ja öfter, dass man sowas abpausen kann. Hier seht ihr nämlich jetzt, durch das Papier schimmert jetzt das tolle Motiv, was jetzt bloß noch nachmalen braucht. Wow, das sieht so schön aus. So ordentlich würde ich das normal wahrscheinlich gar nicht hinbekommen. Also ist auf jeden Fall sehr hilfreich, solche vorgefertigten Folien mit diesen Motiven zu nutzen. Das Tolle ist, es sind zwar 10 Blätter Papier schon vorhanden, aber wenn das leer ist, könnt ihr natürlich auch ganz normales Papier von zu Hause da drauflegen. Zum Malen ist das vollkommen egal. Nee. Nee, das möchte ich auch nicht. Ich nehme... Ja, den finde ich schön. Ich habe jetzt den Drachen gewählt. Keinen bösen, feurigen Drachen, sondern den niedlichen, lieben Drachen. Licht anschalten, Klappe zu, Papier drauf. Und gleich müsste es durchschimmern. Pass auf. Ja, da ist da der Drachen. Dann könnt ihr jetzt loslegen, euren Stift in die Hand nehmen und wieder die Linien vorsichtig nachzeichnen. So, und weil das so einfach war, wiederholen wir das Ganze jetzt. Also wieder schön den Linien folgen. Nehmt am besten auch den Filzstift, der da mitgeliefert ist. Der ist nämlich schön dünn, damit ihr auch die feinen Linien ordentlich nachmalen könnt. Mensch, ich hätte nie gedacht, dass ich so einfach so tolle Kunstwerke zaubern kann. Lasst euch ruhig ein bisschen Zeit, damit das Bild auch ordentlich und genauso schön wie auf dem Motiv bleibt. Also jetzt habe ich euch ja gezeigt, wie ihr die einzelnen Motive abmalen könnt. Aber das Tolle an dem Xumi ist, dass ihr ja auch die verschiedenen Motive miteinander kombinieren könnt. Das heißt, ihr habt einerseits ja manchmal so Figuren wie ein Mädchen oder hier unseren Drachen. Aber andererseits gibt es auch tolle Rahmen, zum Beispiel mit Blumen außenrum oder mit irgendwelchen schönen Verzierungen. Und die machen natürlich so ein Bild nochmal besonders hübsch. Ich habe mich nämlich jetzt für folgenden Rahmen entschieden. Da sind Monde und Sterne drauf. Das passt, glaube ich, ganz gut zu einem Drachen. So, und auch das zeichne ich jetzt wieder ganz fein nach. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Na, das passt jetzt nicht ganz. Wir haben nämlich weder eine Laterne noch eine Sonne. Aber auf jeden Fall einen süßen Drachen in einem Mond-Sternen-Rahmen. So, nicht vergessen, nach der Benutzung immer die Lampe auszuschalten, sonst geht nämlich die Batterie ganz schön schnell leer und das wäre ja sehr schade. Ihr wollt nämlich ja eure Xumi-Box so oft wie möglich benutzen. Liebe Kinder, das war unser Unboxing-Video von Xumi Girls. Wenn ihr weitere Videos mit coolem Spielzeug sehen wollt, dann klickt auf die kleinen Videos unten im Bild oder abonniert unseren Channel. Wenn ihr uns etwas mitteilen möchtet oder Vorschläge für euer Lieblingsspielzeug habt, dann kommentiert das Video einfach. Wir antworten euch dann so schnell es geht. Zeigt euren Freunden, dass euch unser Kanal gefällt und teilt uns in euren Netzwerken. Bis bald, euer Pandido-Kanal.